Hi Freunde des guten Geschmacks, heute ein neues Review von uns zwei. Ja, schon ein bisschen länger her, dass wir mal was gedreht haben, aber die Zeit ist knapp. Wir waren ein bisschen mit der Abiturvorbereitung noch beschäftigt, oder besser gesagt mit dem Nachabiturzeug. Aber jetzt haben wir mal die Zeit gefunden, für euch ein Video zu machen. Und wir stellen heute für euch vor den Caribbean Green, da zeige ich euch gerade mal die OVP. Ja, die OVP sieht sehr gut aus. Vorne wie immer SK drauf. Sieht schön bunt und fruchtig aus. Und zum Schnitt von dem Tabak, wir haben den hier in so einer kleinen Babydose drin. Eigentlich ein eher sehr angenehmer Schnitt. Er ist ziemlich matschig, kommt auch immer so an und klebrig, aber das macht uns eigentlich nichts. Der Schnitt ansonsten ist fein. Zum Geruch. Also es ist eine geile süßliche Note, zwar eher dezent, aber man kann es rausriechen. Im Caribbean Dream soll ja drin sein, Orangen, Maracuja, Limette und was haben wir vorher noch gelesen? Ja, das war's doch so. Ja, das war's so, glaube ich, auch im Großen. Also auf jeden Fall ein recht fruchtiger Mix. Ja, der Tabak, den habe ich angefeuchtet mit 4 Teelöffeln vom G-Mix. Und so ist es eigentlich ganz gut, also er schwimmt nicht und ja, passt ganz gut. Ja, also jetzt am Tabak direkt rausriechen, tut man mal leicht ein bisschen die Orange und die Maracuja finde ich auch gut rüber, dass die halt gut rüberkommt. Aktuell rauchen wir es gerade mit der Mia Mini Orb. Wir haben den Kaya Vortex drauf. Im Kopf sind etwa 5 Gramm drin und 2 Bricos hast du draufgelegt. Mit dem Windschutz, die Anrauchphase ist gerade vorbei und ich finde der Geschmack prägt sich bereits schon aus. Ja, also Geschmack ist sehr angenehm. Doch eine süße Note drin, also gefällt mir ziemlich gut, sehr fruchtig. Oh ja, also das Fruchtige kommt richtig gut rüber. Es ist auch diese Fruchtsüße, wie man es normalerweise kennt von diesem Cocktail. Also der Geschmack ist gut getroffen. Ich schmecke jetzt zwar speziell nicht die Limette raus, was ja ein bisschen säuerlich noch rüberkommen sollte. Und das Säuerliche von der Orange kommt auch nicht wirklich rüber, aber der Geschmack von der Orange an sich ist da. Und auch von der Maracuja. Und das finde ich echt eine schöne Kombination, weil das geht so ineinander über und verfliegt nicht ziemlich schnell, sondern der hat auch nachträglich noch schön auf der Zunge. Und also ich finde den Tabak 1A. Ja, es schmeckt einfach richtig, wie der Name sagt, Caribbean Dream. Es schmeckt irgendwie nach Urlaub, schön süß. Es passt genau, super Cocktail-Tabak, würde ich sagen. Oh ja. Also toller Geschmack. Die Rauchentwicklung sind wir wirklich zufrieden. Also für deutschen Shisha King mit 4 Teelöffeln ist das echt schön. Ja, also Rauchentwicklung kann man nichts sagen. Wie gesagt, mit den 4 Teelöffeln. Geschmack kriegt er von mir 9 Punkte der Tabak. Also schmeckt wirklich super lecker. Das Süße gefällt mir persönlich sehr gut. Die Zusammenstellung von den Geschmäckern, also man schmeckt zwar jetzt nicht jedes raus, aber insgesamt eine runde Sache und schmeckt super. Ja, da ich mir auch Urlaub so vorstelle, wie der Tabak hier schmeckt, gehe ich den ganzen auch 9 Punkte. Ich vermisse noch ein bisschen die Orange, die könnte ein bisschen effektiver rauskommen, aber als so in sich ist der Tabak echt klasse. Wir sind zufrieden, können wir beide sagen. Ja. Dem Rauch gebe ich an der Stelle 8 Punkte. Hat mir schon mal ein bisschen mehr, kann man aber auch nicht klagen. Wie gesagt, das ist deutscher Tabak. Und von der Rauchdauer, wir gucken mal, wie lange das hält. Das schreiben wir dann noch unten mit ins Video rein. Aber ich denke, bei 2 Bricos könnte die Stunde schon durchhalten. Ja, genau. Also von mir kriegt er eine volle Kaufempfehlung. Ich werde mir den Tabak wiederholen, wenn die 50 Gramm weg sind, weil er einfach super lecker schmeckt. Also entwickelt sich jetzt so langsam zu meinem Lieblingstabak. Ja, 4,70 für 50 Gramm kann man nicht meckern, ist schön. Der Tabak hält, was er verspricht, das ist ja wohl das Wichtigste und von mir gibt es ebenfalls eine Kaufempfehlung. Wenn ihr mal auf Urlaub steht, im Mund drin, wenn ihr mal so schön raucht, dann kauft ihn euch und auf schöne Kritik von euch oder Anregungen freuen wir uns natürlich als Kommentar unter den Videos und in dem Sinne sagen wir mal Tschüss, wir rauchen noch und ja, so ein paar Tabak werden heute Abend noch kommen, denke ich. Ja, genau. Okay, also wir sehen uns. Ciao, ciao.